Ob du das Gefühl kennst, dass du ein Zuhause hast oder ja, in einer WG, dass du wohnst und du dennoch nicht das Gefühl von Zuhause entwickeln konntest und du hast keine Heimat und nicht das Gefühl, dass du zugehörig bist. Höchstwahrscheinlich erlebst du meistens doch das Gefühl von Alleinsein und Einsamkeit. Und in den meisten Zeiten deines Lebens warst du auch allein. Ich habe heute drei grundsätzliche Ursachen dafür mitgebracht und vielleicht den Ausweg, wie du das verändern kannst. Denn was Stefanie Stahl veröffentlicht hat, dein inneres Kind muss Heimat finden, klingt zwar wie eine Aufforderung zur Heilung. Bei Entwicklungstrauma ist nicht so einfach, beziehungsweise häufig kann es kaum, sogar über ein ganz Leben lang, nicht verwirklicht werden. Ich bin Gabriela, ich begleite Menschen mit frühkindlichen Erfahrungen, und zwar durch körperorientierte Traumabegleitung, und ich freue mich jetzt auf dich. Warum dein inneres Kind keine Heimat findet und das Gefühl nicht entstehen konnte bis jetzt. Eine der Ursachen kann sein, dass du nie verwurzelt warst in deinem Elternhaus. Das bedeutet, dass zum Beispiel Ursachen gab es wie du warst nie gewollt oder dass da niemand war, wo ein Wurzel und ein wirklich Gefühl von Zuhause dir geben konnte. Das heißt, du hast auch nie erfahren, wie das ist, dass du nach Hause gehst und dort in diese Wohnung oder Haus, wo ihr gewohnt habt, wirklich das Gefühl von Zuhause entstehen konnte. Viele, die auch zu mir finden, berichten davon, dass sie nie gewollt waren, weil entweder waren sie ein Unfall, also tatsächlich ist ja die Schwangerschaft so entstanden, unüberlegt oder vielleicht durch ein Verbrechen. Oder die Mutter oder sogar beide Eltern so überfordert waren, dass sie nie das Gefühl dem Kind geben konnten, dass das Kind willkommen ist, dass sie wirklich auch Fürsorge aus dem echten, aufrichtigen Herzen das ja, vermitteln konnten. Ob du dich da erkennst? Eine zweite Ursache kann sein, dass du ein Leben lang in deinem Leben dich angepasst hast. Das bedeutet, dass du viel mehr danach ausgerichtet warst und vielleicht noch bis heute bist, wie dein Umfeld ist. Und wie du genau das Gefühl, ich bin gewollt und vielleicht kann ich dazugehören, erreichen zu wollen, dich so weit aufgegeben hast, dass du nach innen kaum oder nie geschaut hast. Das bedeutet natürlich eine Selbstaufgabe. Demnach ist ja unglaublich schwierig, dass du ein Empfinden dafür auch entwickelst oder bis heute, dass du vielleicht fühlen kannst, was das ist, Zuhause für mich selbst. Wie möchte ich überhaupt mein Zuhause haben und mein Zuhause gestalten? Vielleicht hast du eine Wohnung, wo du lebst, also ein Lebensumfeld, gehe ich davon aus, ob das ja gemietet ist oder in einer Wohngemeinschaft oder im betreuten Wohnen. Aber du hast dir nie von innen heraus dieses Empfinden entwickeln können. Das ist eine Zuflucht. Das ist ein Ort der Geborgenheit. Da fühle ich mich sicher. Da sind nur meine Lieblingsfarben zum Beispiel. Oder ich habe mir etwas jetzt wirklich endlich was gegönnt. Nur für mich, ob das jetzt dicke Stricksocken sind oder dass ich jeden Sonntag oder jeden Tag aber genau das zum Essen mache,
was ich mir wünsche und nicht, was mir vielleicht vorgegeben war. Also, das ist die zweite Ursache, wo wir durch diese Flucht nur damit ich angenommen werde, versuche, alles zu erfüllen, mich anzupassen, mich anzustrengen, damit ich vielleicht angenommen werde, entgleist mir eigentlich mein Leben und auch das Gefühl von zu Hause, weil ich auch die Gelegenheit dabei verpasse, mich selbst anzunehmen, mich selbst kennenzulernen und mit unter anderem auch das Gefühl von zu Hause zu entwickeln. Das hat natürlich bewirkt, dass du dich immer mehr von dir selbst entfremdet hast, weil du immer auf die anderen ausgerichtet warst. Und diese Entfremdung verursacht noch mehr Distanz, auch zu dem Gefühl des Heimischen, des Geborgenen, der Zuflucht und der Sicherheit. Und dementsprechend konnte auch gar kein Gefühl und schon gar kein Ort von zu Hause entstehen. Und zwar ein Ort in deinem Inneren. In deinem Inneren, dass du, egal wo du auf der Welt unterwegs bist, aber du bist bei dir zu Hause, in deinem Körper zu Hause. Und die dritte Ursache ist, dass du durch diese Überlebensstrategien und auch ja, Reaktionen, ob das Flucht war oder zum Teil auch Kampf oder dann auch Freeze und du erstarrst und dich dann auch letztendlich irgendwann unterwirfst, dass du die Verbindung zu dir selbst nicht aufbauen konntest. Also ein Empfinden und Gespür für dich selbst, für deinen Körper, aber auch für deine Seele, wer bin ich, was macht mich denn aus, konntest du gar nicht entstehen lassen. Und das Gefühl, ich bin gut genug, ich bin so wie ich bin und ich bin gut genug nur für mich allein, war nie da. Es war nie da, die Erfahrung, eine Einheit. Ich bin, so wie ich bin, vollkommen zugehörig und ja, auch geborgen. Mit mir selbst, in der Gesellschaft von mir selbst. Denn letztes Endes ist das Zuhause gar kein Ort im Außen. Das ist ja der zweite Schritt, sondern in unserem Inneren. Und natürlich, wenn du auch noch auf dem Heilungsweg nicht Richtung Einheit oder nur erstmal, ja, aber schon vielleicht auf dem 4., 5., 6. Stufe und Schritt, Phase du dich befindest, das bedeutet immer weniger Dissoziation, immer mehr Abspaltung, immer mehr Einheit mit dir selbst, kannst du dann mit der Zeit immer mehr ja, diese Verbindung zu dir selbst aufbauen, auch wenn das Selbstgefühl von Kindheit an nicht so stark entstehen konnte. Aber das entsteht immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer tiefer und hilft dir dabei, erstmal bei dir zu Hause, in deinem Körper zu Hause anzukommen. Anzukommen. Und dann, dass du einen Blick auch darauf hast, ein Auge dafür. Ich wohne hier, aber ist das jetzt hier wirklich mein Zuhause? Oder habe ich hier im Schrank so ein Geschirr, was meine Mutter noch benutzt hat? Wollte ich denn je solche Teppiche kaufen? Oder sind das irgendwie zu mir gekommen und gefunden haben, die ich nie wollte, weil weder das Material noch die Farbe gefällt mir, sondern war schon immer nur ein
vielleicht geschenkt es etwas von jemandem und nie darauf geachtet. Oder vielleicht war das einfach nur so gekauft im Angebot, egal wie aussieht und ob das vielleicht tatsächlich auch zu meinem Zuhause passt. Einfach nur gekauft, es war günstig und steht jetzt da, liegt jetzt da, stapelt sich jetzt da. Oder ist vielleicht auch all das, was du für dich zu Hause angehäuft hast, auch nur eine Art von Versuch, ein Zuhause in dem Inneren zu schaffen? Und all diese Gegenstände im Außen, wo der Spiegel dafür sind, wie dein Inneres aussieht? Meine Empfehlung für dich, weil du fragst dich jetzt sicherlich, okay, wie soll das jetzt vonstatten gehen? Ich war schon immer einsam, alleine und ich fühle mich nirgendwo zu Hause. Vielleicht bist du auch die ganze Zeit nur auf der Reise und auf der Flucht. Und du erkennst es gar nicht, dass du keine Wurzel schlagen kannst, weil du nicht verwurzelt bist, nicht geerdet bist. Und meine Empfehlung für dich, dass du das natürlich bei dir selbst beginnst. Dass du immer mehr in Körpergewahrsein findest, dass du immer mehr mit Selbststudium deine Schritte machst und diesen Weg fortsetzt. Du weißt ja, ich bin Selbstüberlebende und ich weiß das, dass eine Menge möglich ist. Halt immer wieder inne, wenn es dir möglich ist. Schau auf dich selbst. Schau auch auf dein Umfeld. Und lasse nur mehr noch das rein, was auch dir gut tut. So, nun, jetzt sind wir am Ende des Videos und ich bin ganz gespannt, welche der drei Ursachen du bei dir gefunden hast. Kennst du eine oder sogar vielleicht alle drei dieser Gründe, warum du vielleicht bis heute nicht so richtig zu Hause, ja, sowohl in deinem Körper als auch in der Welt gefunden hast? Vielleicht bist du sogar in einer Partnerschaft oder irgendwo mit jemand in einer Gemeinschaft, aber du findest nicht das Gefühl von zu Hause. Wenn es dem so sei, dann lade ich dich ganz herzlich in unsere Akademie ein. Dort ist nämlich eine Gemeinschaft vom Zuhause, vom Neubeginn und bei uns, das kann ich dir versprechen, findest du ein Zuhause, auch in deinem Körper und dort findest du, das kann ich dir wirklich versprechen, sowohl das Zuhause in deinem Körper als auch in deiner Welt, in deinem Leben. Ich wünsche dir eine ganz gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße, Gabriela. 'Cause it feels like home.